So, den Trainer von Arminia Bielefeld. Herzlich willkommen, Ernst Middendorp. Und wir begrüßen den Manager des SV Werder Bremen, Willi Lemke. Herr Lemke, eine Saison liegt vor dem SV Werder mit weichenstellender Bedeutung. Sie haben es gesagt, entweder wir schaffen wieder den Anschluss nach oben oder wenn es schief geht, dann müssen wir verkaufen. Dann könnte es auf Dauer das Mittelmaß sein. Ja, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist in der Tat die Situation. Wir müssen jetzt angreifen und Erfolg haben, sonst wird es sehr schwer, in der Zukunft bestehen zu können. Ernst Middendorp, andere Sorgen. Das verflixte zweite Jahr liegt vor der Arminia. Und es war zu lesen, dass Sie tatsächlich vor diesem zweiten Jahr Respekt haben. Ja, das ist auch richtig, weil ich habe mal so ein bisschen zurückgeguckt, die letzten 10 Jahre mal verfolgt. Und in der Tat, was auch im letzten Jahr passiert ist mit St. Pauli in Düsseldorf, dass eigentlich die Mannschaften, die dann drin geblieben sind im zweiten Jahr, ist also immer die nächste Saison sehr, sehr schwer gewesen. Warum, weshalb? Also ich glaube, da so die richtige Erklärung, die gibt es eigentlich nicht, aber wir versuchen alles zu tun, um das zu verhindern. Gestern der MSV Duisburg, der bei Werder Bremen, Willi Lemke, das Erfolgserlebnis hatte, aus dem Keller kam. Jetzt Arminia Bielefeld, also Sie scheinen so etwas wie der Aufbaugegner für Mannschaften in Schwierigkeiten gewesen zu sein. Ja, wenn ich mir so die Vergangenheit anschaue, da gibt es noch mehrere Clubs, die ich so nennen könnte, wo wir Sozialarbeit geleistet haben. Ihnen soll es recht gewesen sein, Ernst Middendorp, es war, glaube ich, wirklich dieses Schlüsselspiel gegen Bremen. Hatten Sie bis dahin mal die Befürchtung, es könnte schiefgehen, diese Negativserie am Anfang, die könnte mich den Job kosten? Ja, damit muss man immer rechnen. Das ist, glaube ich, dann gerade in der ersten Liga natürlich noch extremer als in den Jahren zuvor in der zweiten Liga oder Regionalliga. Nur ich wusste um die Stabilität im Vorstand und im Management. Es war eine sehr starke Einheit insgesamt da, eigentlich immer auch während der Phase. Man war sich immer eins, was zu tun ist. Und ich glaube, dann konnte man eigentlich auch immer, was sehr wichtig ist, eine Mannschaft, ein Spieler im Einzelnen oder auch die Truppe selber, hat auch nie die Chance gehabt, letztendlich dort zu manövrieren. Und ich glaube, das war das Geheimnis auch, dass wir mit dem Spiel Werder Bremen, natürlich war es glücklich zu dem Zeitpunkt, ich denke, wir hätten auch verlieren können, aber wir haben uns hart erarbeitet in den Wochen zuvor mit den Veränderungen. Und gut, dann lief es anschließend. Und Sie haben, glaube ich, ein ganz besonderes Verhältnis zum Manager Rüdiger Lamm. Der hat Sie in der Regionalliga geholt, ziemlich früh in der Saison, als er gemerkt hat, es lief nicht richtig. Und er scheint an Ihnen richtig einen Narren gefressen zu haben. Es ist ein inniges Verhältnis. Ich glaube, dass es eigentlich immer sehr wichtig ist, dass aus meiner Sicht heraus Manager und Trainer und insbesondere dieses Verhältnis oder diese Zusammenarbeit muss eigentlich in den Verein stimmen. Dann kann man, glaube ich, auch einige sehr schwierige Phasen, kritische Phasen überstehen. Dass wir natürlich zueinander gefunden haben, zum damaligen Zeitpunkt relativ früh, ich glaube 2 oder 3 Spiele waren in der Regionalliga gelaufen, wo man eigentlich normalerweise nicht einen Trainerwechsel tätigt, aber gut, es gab dort Dinge, wo man sagt, die Mannschaft passte nicht mit dem Trainer zusammen. Unabhängig vom Namen. Das passiert immer wieder. Das hat auch nichts mit der Qualität des Trainers, des Vorgängers zu tun. Das sind einfach Situationen gewesen. Es griff nicht und das hat man dann gespürt und gut, dann hat man reagiert. Und seitdem sind wir eigentlich die Jahre jetzt, wir gehen ins vierte Jahr gemeinsam. Und gut, ich sage schon, es ist ein Verhältnis, wo man einfach sagt, man spricht auch mit einer Stimme da. Diesen Vorgänger Wolfgang Sittger, den werden wir hinterher noch sehen, wenn es um Werder Bremen geht. Nach einem Jahr in der Bundesliga sind Sie sicherlich noch so in der Trainergilde eher der Mr. Unbekannt. Wenige spektakuläre Medienauftritte, man sieht Sie relativ selten lächeln. Ist Öffentlichkeitsarbeit für Sie in diesem Fußballgeschäft eher also nicht, zweitrangig? Ich lache jetzt nicht, weil das gefordert ist jetzt mehr oder weniger von Ihnen, aber ich lache schon sehr viel. Die Tage sagte man, Mensch, sind ja doch Lachfalten da. Also wer mich kennt und wie ich unterwegs bin, der weiß eigentlich, dass ich also sehr herzhaft mich amüsieren kann. Nur, was richtig ist, ich glaube, das ist der ganz große Unterschied und das erlaube ich mir im Moment einfach noch nicht, in jedes Studio, in jede Fernsehkamera, in jedes Medium zu springen. Das mache ich auch ganz bewusst, dass ich hier heute beim DSF bin. Das ist so vielleicht einfach mal wieder, weil ich zuvor auch einige Absagen getätigt habe. Spontane Zusage, ohne Frage. Aber ich gehe da schon sehr behutsam mit um, weil ich glaube, es steht mir einfach auch nicht zu. Denn man ist immer wieder gefordert, über andere Vereine, Trainer, Spieler kritisch sich zu äußern. Weil ich kann mich ja auch nie hinsetzen und sagen, dazu sage ich nichts oder das ist nicht mein Ding. Ich glaube, das muss man auch wissen. Und ich denke einfach mal, im Moment geht es für mich darum, sich so ein bisschen zu etablieren, weiterhin. Und ich hoffe, einen Schritt habe ich gemacht, aber es müssen noch ein paar kommen. Wir hoffen natürlich auf ein Wiedersehen mit Ali Daei, immerhin Welttorschütze des Jahres, aber nicht unbedingt mit Stammplatzgarantie, denn da wird es eng im Sturm von Arminia. Ne? Kunz, Reina, der Shootingstar der Rückrunde, jetzt der Welttorschützenkönig.
Da fühlt sich ein Trainer, glaube ich, pudelwohl, ne? Ja, Sie haben nur einen vergessen da, den Josef Ivanovic. Also wir haben da schon eine Struktur, 4 Spieler, die sich um 2 Plätze halt eben dort ein wenig rangeln. Natürlich haben wir eine Formation aus dem letzten Jahr. Das gibt es also auch sicherlich da gar kein Vertun. Die haben sehr gut funktioniert mit dem Billy und mit dem Stefan. Ich bin immer sehr froh, dass wir dort mit dem Ali, der jederzeit, auch jetzt schon, er hat eigentlich eine sehr gute Vorbereitung gefahren, spielen kann. Wie jetzt die Entscheidung am Samstag aussieht, manchmal ist es vielleicht auch möglich, mit reinzuspielen. Wir müssen jetzt einfach mal gucken. Die Offensive Arminia. Es gibt ja einige Vereine in der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach oder auch Werder Bremen, die sind immer noch auf Stürmersuche, geradezu fieberhaft. Wie kam es, dass die Arminia so frühzeitig diesen Kracher landen konnte? Es waren ja noch andere Bundesligisten an Ali Daei dran. Ja, das hatte so ein bisschen, glaube ich, einfach damit zu tun, dass wir relativ früh, ich habe auch jetzt nicht gewusst, dass er da im Januar gekürt wird zum Welttorjäger, das war mir nicht bekannt. Ich bin im Dezember in Dubai und Abu Dhabi gewesen, habe mir den Asien-Cup dort angeschaut, verschiedene Mannschaften, Korea, unter anderem dann auch Iran, und hatte eigentlich einen sehr guten Eindruck, sofort gewonnen, und bin dann ziemlich spontan auch auf die Sache losgegangen, und wir hatten Anfang Januar eigentlich schon relativ konkrete Kontakte, wo andere erst gestartet haben, und da sind wir eigentlich auch immer dran geblieben und haben das eigentlich auch sehr intensiv verfolgt. Und zum Schluss war das vielleicht auch das Geheimnis des Erfolgs. Ich glaube, das hat der Ali eben auch gesagt. Ich glaube, ganz wichtig, wenn Spiele aus anderen Kulturkreisen kommen, ist diese Betreuung, diese intensive Betreuung. Es gab das Negativbeispiel mal in der Bundesliga, Igor Belanov. Wie hat das der SV Werder immer gehandhabt, wenn er solche Neuverpflichtungen getätigt hat? Gab es den Dolmetscher, gab es sowas wie die Rund-um-die-Uhr-Betreuung? Ja, das gab es in der Vergangenheit und gibt natürlich es auch heute noch. Es gibt immer einen Dolmetscher vom ersten Tag an. Und es gibt jetzt auch eine Rundumbetreuung in allen Bereichen, obwohl ich das nur teilweise gut finde, weil die Leute oder die jungen Leute, die müssen auch versuchen, sich selbst zurechtzufinden. Und dazu gehört es auch, verschiedene Dinge selbst zu erledigen, dass nicht jede Angelegenheit, egal um was es sich handelt, vom Verein abgenommen wird. Aber ich denke, die ersten Schritte zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall, da muss man natürlich den Spielern enorm helfen. Wir haben bei unseren 4 Spielern so gut wie keine Integrationsprobleme. Alle sprechen Deutsch und das ist ganz schön. Da ist nicht so viel Arbeit fürs Management. War der Ali Daei irgendwann mal ein Thema in Bremen? Nein. Nee. Denken Sie denn jetzt, wenn Sie ihn in Bielefeld sehen, Mensch, wären wir da vielleicht mal früher rangegangen? Also ab dem 10. Treffer für Arminia ärgere ich mich darüber. Wie lange wird er dafür brauchen? Wir haben es vorhin gehört, 120 erwartet der junge Fußballfreund aus Bielefeld, ist vielleicht ein bisschen sehr unter Druck gesetzt. Ja, gut, das sollte man nicht machen. Das sind erstmal ganz neue Erlebnisse, Erfahrungen für die beiden Spieler. Wir gehen da sehr behutsam mit um, was die Erwartung anbetrifft. Also wir messen das nicht an Toren, sondern wir gehen einfach damit um, dass wir sagen, wie bewegen sie sich? Sind es für uns Spieler, die letztendlich dann auch leistungsfähig die Mannschaft verstärken? Und da muss man nicht eine Zeit von 1 oder 2 Monaten, sondern ich glaube einfach, wie in vielen anderen Fällen, man muss in dem Moment sagen können, vielleicht dauert es auch ein halbes Jahr oder komplett die erste Saison, und dann sind sie für uns erst richtig wertvoll. Sie haben das Alter, wo sie also perspektivisch für Arminia dort sich zeigen können. Und wir haben da auch jetzt so ein bisschen natürlich die Vorkehrungen auch getroffen oder treffen können, um einfach dort den Leuten auch ein bisschen mehr Zeit zu geben, weil, was ich eben sagte, mit Arena und halt dem Stefan Kunz eben 2 da sind, die gut funktionieren. Und ich glaube, dann kann man auch sagen, bitte, vielleicht auch einen Monat mehr. Also Bewegung im Sturm von Arminia Bielefeld, einige Alternativen. Libero-Position, auch noch so eine offene Frage. Siloy, Stratos, vielleicht der junge Australier, Fox, ist da schon eine Entscheidung gefallen? Ja, der Hayden Foxy hat ein bisschen Probleme, da müssen wir 2, 3 Monate mal aussetzen. Ist gekommen, hat Belastung gefahren, vielleicht so ein bisschen das Turnier auch in Malaysia, dass er da mit Schwierigkeiten gekommen ist. Sodass er im Moment nicht in Frage kommt. Wir haben dann natürlich jetzt mit dem Thomas Stratos und mit dem Sonny Siloy 2, die sehr gut spielen können. Sehr gute Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten, wobei Sonny sicherlich beweglicher ist, was andere Positionen anbetrifft. Und da bin ich im Moment auch so ein bisschen in einer Situation, muss ich sagen, dass ich vielleicht mit dem Sonny Siloy woanders mich orientiere, was die Position anbetrifft. Wir merken es,